So, dann geht's wohl wieder los, Scream Fandango. Es geht los, es geht los, es geht los, es geht los, es geht ab, 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 ab. Uns keiner du. Scheiße. Ach, egal. Ich spiel's trotzdem, weil ich einfach Bock drauf hab. Das ist es. Spiel speichern, Spiel laden, genau. Ach, ich bin schon drin. Also die Zähne habe ich schon abgegeben. Ich brauche einen Vogel, glaube ich. Also wenn ich es jetzt mal wieder kauen darf, es geht darum, dass. Manuel, ich wollte mir das gerade ansehen. Ja, dann guck ich das weiter an. Bin ich immer noch kein Sie Mitglied. Rührt sich nicht. Er öffnet sich nur für Mitglieder des ZVS. Hab doch schon mal Zähne abgegeben. So, also, Manny Calaveras heißt er, ne? Der ist im Reich der Toten. Weiß gar nicht, ob ich weiß, wie es weitergeht dann. Schau mal da ab, da hin. Und der verkauft Achtung, Feuerlöschsystem, nicht berühren. Was brauche ich das überhaupt? Domino, ich gratuliere dir zu deinem neuen Job, Hector. Hector? Hector Capal oder nee? Quatsch. Muss ich das mal? Mal gucken, ob was hier geht. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Abgeschlossen. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ist hier irgendwo aufs Dach, ich weiß es. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Dann steckst halt wieder ein. Unheb, unrein, unheb. Unheb, erstmal Whisky rennen. Ja, und der muss halt, Domino hat dem die ganzen Aufträge weggekrallt. Für das Reich der Toten, weil irgendwie ist es in dem Universum so, dass man hier, nicht tragbar. Gut gewesen sein muss in seinem Leben, damit man richtig abtreten darf. Ansonsten darf man hier in dieser Welt Sozialstunden abarbeiten. Ist das nicht aufgehoben hier? Kann ich nicht gebrauchen. Kein Interesse. Ich kann jetzt nicht durch die Korridore spazieren. Ich bin auf der Flucht. Ja, und jetzt sind wir hier in einer Untergrundorganisation, die anscheinend herausgefunden hat, dass die ganzen Leute. Ich habe selber genug davon. Billige, nichtssagende Diplome. Schubladen? Mein Schreibtisch hat keine Schubladen. Ist da nichts drin, Alter? Scheint nicht. Das hebe ich nicht auf. Dann mach's auf. Es ist ein Schloss dran. Unglaublich. Er traut mir nicht. Ja, dann mach's auf. Was kann man das aufmachen? Einfriesen. Hier, freeze. Freeze den Scheiß.
Das brennt doch nicht. Ja, aber das kann man freezen. Idiot. Nicht hier. Also ohne Lösung guckt man hier bei dem Spiel anscheinend nicht weiter. Es ist so blöd eigentlich für dieses Spiel, wie es aussieht. Das Passwort von dem weiß ich auch nicht. Das hebe ich nicht auf. Sollst auch runterklettern. Kannst du hier auf die Straße? Hier zu diesem Ding kann ich immer noch nicht, ne? Kann ich durch dein Zelt gehen? Ich möchte mir die Parade ansehen. Latsch durch irgendein anderes Zelt. Sehe ich aus wie ein Durchgang? Peng! Wieder einer geplatzt. Diese verdammten, knöchrigen Finger. Kannst du mir beibringen, wie man das macht? Naja, da du ein Anfänger bist, beginnen wir am besten mit einer ganz einfachen Übung. Was muss ich tun? Verpfeif dich. Mein Junge möchte noch so ein Ballontier. Na Himmel, was denn nun schon wieder? Ein Dingo. Das ist meine Spezialität. Tata! Was nützt mir das aber? Mein Junge möchte noch so ein Ballontier. Na Himmel, was denn? Sherlock Holmes will ich jetzt. Sherlock Holmes. Du versuchst mich auszutricksen, was? Tata. Was ist denn das? Macht überhaupt keinen Sinn, Alter, was der mir hier gegeben hat. Ganz ordinärer Hundeballon. Keine Ahnung, was so Dingo dran sein soll. Sieht kein bisschen wie Sherlock Holmes aus. Sieht kein bisschen wie Sherlock Holmes aus. Was soll das überhaupt sein, Alter? Sieht gar nicht aus wie überhaupt irgendwas. Aber ich weiß nicht, wie man sonst hier hochkommt. Agent Calavera hier. Man merkt, dass sie wie die Bilder hier wechseln, ne? So, was ist denn jetzt? Machen wir schneller. Habe ich schon erwähnt, wie schön es war, mit dir zu arbeiten? Dito, Kleiner. Dito? Habe ich schon erwähnt, wie schön es war, mit dir zu arbeiten? Dito, Kleiner. Ja, aber, Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Nachrichten an Ballons zu knoten? Ich kann jede Menge besorgen. Tauben, Manuel, bring mir ihre Eier. Okay. Viva la Revolution! Ja, aber wie, Alter? Ich würde ja gern Schattentheater spielen, aber der Zeitpunkt ist etwas unpassend. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Manuel. Noch nie. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das hebe ich nicht auf. Das ist ein Diaprojektor. Ich denke, das würde Salvador nicht mögen. Ja.
ich in die DOD. Wieder. Da gehe ich nicht. Auf jeden Fall haben wir. Ich hoffe, Sie glauben, ich bin immer noch eingesperrt. Auf jeden Fall denken die, ich habe beziehungsweise ich habe eine unschuldige Person. Früher habe ich die Reise der Toten Paketen verkauft. Was ist bloß schiefgelaufen? Wir können keine Autos bedienen. So hindert man uns daran, die Stadt zu verlassen. Früher habe ich Unmengen von Autoreisepaketen verkauft. Was ist bloß schiefgelaufen? Ja, das Problem ist, ich würde ja auch gerne mal wissen, was jetzt schiefgelaufen ist. Ich sollte Schlottes finden, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ein komischer Typ. Die Dämonenfahrer können irgendwie damit umgehen. Aber uns verrät man nicht, wie es funktioniert. Die müssen uns ja irgendwie in Schach halten. Oh, ich könnte mich verletzen, wenn ich mich da selbst dran zu schaffen mache. Oh, ich könnte mich verletzen, wenn ich mich da selbst dran zu schaffen mache. Oh, ich könnte mich verletzen, wenn ich mich da selbst dran zu schaffen mache. Normale Autos. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Bräuchten Bretter oder sowas, wie ich darüber komme oder nicht? Verschlossen. Aufmachen. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Kollege, Mensch. Kannst du das wenigstens einfrieren und aufknacken mit diesem hier. Genau. Das brennt doch nicht. Oh, Alter. Das brennt doch nicht. Ich würde ja gern... Noch eins kann ich dann probieren oben. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie mir eine Koralle hier nutzen könnte. Das schreibt mich überhaupt, warum du das eingesteckt hast, Junge. Das ist shit. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie mir eine Koralle... Gar nichts, ey. Fällt mir gar nichts. Es fehlt die letzte Option. Hier unten kann ich übrigens, glaube ich, auch nicht hin. Ich gehe da nicht hoch. Die sollen glauben, dass ich noch immer eingesperrt bin. Wunderbar. Alter, ich habe 3 Räume zur Verfügung. Ich krieg's nicht gebacken. Das muss man sich mal vorstellen. Kann ich das nehmen? Ja, komm. Komm, ich muss hier hoch, ich weiß es, aber wie? Das hebe ich nicht auf. Das sind vielleicht hässliche Krawatten. Ich kann kaum glauben, dass ich daran raufgeklettert bin. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
Kann ich nicht gebrauchen. Kann ich nicht gebrauchen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, dann benutz halt was. Hier, schmeiß das Ding ein. Abgeschlossen. Oh mein Gott. Alles, was sie kann, ist leuchten. Leuchten, okay, das ist schon mal eine gute Information. Okay, wir werden dann mal arroganter Schnösel funktioniert auch nicht. Super, hast du auch schon ein Achievement dafür bekommen, Alter. Puh, ich hab schon befürchtet, es sei Eva. Mann, vielleicht steht's auf der Trophäe. Domino, ich gratuliere dir zu deinem neuen Job, Hector. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie mir eine Koralle hier nutzen könnte. Das sitzt ziemlich fest. Dann, bitte. Nicht gerade jetzt. Okay, in manchen Räumen kann man das Ding einfach nicht auswählen. Das ist natürlich clever. So erspart man sich viel Ausprobierzeit. Einen Moment, ich muss hier, Alter, halbe Stunde den Stream gestartet. Ich komme nicht weiter. Aber so läuft das passieren. Nachdem die dämliche Auftrag erfüllt haben, Demono mal wieder den besten Auftritt, reden Sie mit Mercedes, Maché, Colomar und gehen Sie raus. Der Chef hat von Missdaten gehört und lässt Sie einsperren. Klopfen Sie an die Tür und sagen Sie dem Schatten. Achso, okay. Reden Sie mit Salvador Mondes und mit Eva. Kehren Sie wieder die Krawatte hoch und gehen Sie in Dominos Zimmer. Öffnen Sie mit dem Schreibtisch. Nehmen Sie die Koralle. Boxen Sie. Und so ziehen Sie das Ende vom Krawattenseil. Was? Okay. Sie aufs Dach und legen Sie den Lüft. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, wieder raus. Aber irgendwas muss ich mit der Koralle ans Ding und überschmeißen. Koralle? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie mir eine Koralle hier nutzen könnte. Ach, da geht's, oder was? Oh mein Gott, Alter. Aber jetzt mal ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz.
Wenn Domino das wüsste. Jetzt mal ohne Witz, ey, jetzt mal ohne Witz. Ja, hopp hoch mit dir. Das sind ja die Eier. Wunderbar. Da bloß schon da jetzt nicht hin, wegen der, die beschützen ihre Eier. Wenn der Sensenmann da nichts macht, dann. Ich kann das Ding auch explodieren lassen, Alter. So, wenn es Peng macht, dann fliegen die weg. Aber gut, probieren wir erstmal das hier, die Sense. Das wird ihnen Angst machen. Furchtloses Taubenpack. Das wird ihnen Angst machen. Anscheinend nicht. Furchtloses Taubenpack. Gut, dann nehmen wir halt. Einen. Ballon. Halt zum Platzen bringen, ey. Sie machen keinen ängstlichen Eindruck. Ich glaube, die lachen mich aus. Ich habe hier noch ein paar Ass im Eimer. Vielleicht der hier. Funktioniert auch nicht. Die wissen wohl nicht, dass ein Dingo viel furchteinflößender ist als ein gewöhnlicher Hund. Dann ist es dieses Ding. Lauft, ihr verbrecherischen Tauben! Es ist Sherlock Holmes! Lauft, ihr verbrecherischen Tauben! Es ist Sherlock Holmes! Das brennt doch nicht. Doch. Das brennt doch nicht. Wo krieg ich denn hier Brot, Alter, hä? Okay, ich kann mir hier Brot nehmen. Okay, einen Moment. Ich muss gerade mal hier... Hä? Ich weiß nicht, die Rätsel aber auch ein bisschen blöd, ne? Beziehungsweise sind halt doof gemacht in dem Spiel, das muss man leider dazu sagen. Die waren bei Dingen, bei anderen LucasArts-Spielen waren die schon ein bisschen besser. Ich gehe lieber. Bei diesem Gequietsche könnte ich glatt jemanden umbringen. Was? Du auch? Hier ist halt Brot. Kann ich das jetzt sehen?
Da ich dieses Jahr nicht richtig mitfeiern kann, spricht wohl nichts gegen ein bisschen Pan de Muertos. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Immer her damit. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Alle guten Dinge sind drei. Nichts gemacht bisher, nichts gemacht. Um die Mädche zu retten, die habe ich ja auf den Weg des, aber da geht es ja besonders alles mit rechten Dingen zu. Domino verkauft anscheinend. Ja, komm. Runter von mir! So, ausrüsten. Wenn ich es Ihnen einfach so gebe, bin ich vermutlich ein Fingerlos. Ich würde mich nur vollkrümeln. Kann man hier kombinieren? Das Brot der Toten. Ein quietschiges kleines Gummikätzchen. Ihr verbrecherischen Tauben. Es ist Sherlock Holmes. Das Brot der Toten. Das Brot der Toten. Das Brot der Toten. Können wir das kombinieren, Alter? Welche Schale? Soll es eine Schale geben? Verzieht euch, ihr Vögel! Diese Schale. Ach so, okay. Okay. Ein Brot. Ich sollte einen Ballon drauflegen, aber gut. Ich warne euch, ihr Drecksviecher. Ein bisschen mehr Respekt. Vielleicht erschreckt sie das hier. Vielleicht. Schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken! Da haben wir's doch endlich! Und hip!
Da sind wir wohl weiter jetzt. Man hätte ja auch drauf kommen können, aber... Ach, manchmal... Ihr müsst mit mir kommen, meine Kleinen. Denn ich bin der Sensenmann. Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Mann, die Tauben. Könnte sich hier überhaupt vermehren im Reich der Toten? Das ist nun mal die zweite Frage. Aber naja. Danke. Und hey. Agent Calavera und zwei Gäste. Geben. Seht euch diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera, du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Und jetzt werde ich dir helfen. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubalcaba. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die neunte Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubalcaba eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Cell. Ich will sie nur aus einem Grund. Sie ist meine Fahrtkarte in die Ewigkeit. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. What the fuck? What the fuck? Erstmal abspeichern. Was habe ich jetzt? Ding abgebrochen? Nein! Okay, wir machen nochmal. Ich habe die Zwischensequenz abgebrochen. So. Mal ganz schnell, ey. Die fucking Zwischensequenz abgebrochen. Viel habe ich ja nicht gemacht, ich habe nur gegoogelt, ey. So der Käse. Auch ja eigentlich nur ein Brot. Dieses Jahr nicht richtig mitfeiern kann, spricht wohl nichts gegen ein bisschen. Gut. Aber es gibt. Ach, das habe ich auch schon. Komm hoch. Ach ja. Komisch hier mit dem Scheißdreck hier. Guck mal, dass ich das nicht erkannt habe, dass das zwei Dinger sind. Das lose Ende eines Seils aus Krawatten, ganz schön lang. Du kannst es nehmen, das ist doch nicht normal. Wenn Domino das wüsste. Und hey. Also gehen wir hoch jetzt. Machen wir nochmal ganz schnell. Aber bevor speichern jetzt hier erstmal. Bevor ich hier wieder die Scheiße abbreche.
Weil es hier auch nichts so gibt, ne? Das kann ich plötzlich benutzen. Vielleicht erschreckt sie das hier. Vielleicht. Ja. Und heb. Ich hab ja gewusst, dass irgendwas mit dem Ding sein kann. Genau, schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken! Ich hab ja gewusst, dass irgendwas mit dem, Ihr müsst mit mir kommen, meine Kleinen. Denn ich bin der Sensenmann. Oh yes. Ja, man muss das irgendwas mit dem explodierenden Ding sein muss. Ach du meine Güte. Agent Calavera und zwei Gäste. Diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera, du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Also das kommt uns komplett an. So. Werde ich. Aber das war so leicht zwischenzukommen. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubakava. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die 9. Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubakava eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Sal. Ich will sie nur aus einem Grund. Sie ist meine Fahrkarte in die Ewigkeit. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. Hier kann ich noch abspeichern, ohne dass mir was passiert. Das ist grau, guck. Gladys, mein Freund, warum weinst du denn? Manny, oh Manny, sie haben mich gefeuert. Mich auch, Kumpel. Aber du verstehst das nicht, Manny. Ich wurde nur für diesen Job geschaffen. Es ist das Einzige, das mich glücklich macht. Es ist, als hätte man meine Brust gepackt und mein Herz herausgerissen und es dann in den Wald geworfen. Glottis, was hast du getan? Oh, Glottis. Bell in den Wald. Oh nein. Oh. Psst. Das hängt ganz schön fest. Dann nehmen wir halt das Teil. So, wenn das nicht geht, dann weiß ich ja auch nicht, ey. Kein Problem. Ein Chihuahua.
glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Das ist ja mal jetzt... Das brennt doch nicht. Na, vielleicht sollte man es aber auch abfackeln. Das ist ja das Problem. Ich schätze, einer als Reserve kann nicht schaden. Essen ist fertig. Sie scheinen sich nicht sehr für diesen Knochen zu interessieren. Da hängt schon ein Knochen drin. Dann steck ihn ein. Das. Eine hässliche Ansammlung von Knochen. Genau wie ich. Gut, wie kann man das, was gucken, ob da wohl irgendwo anders noch was ist? Dieser Wegweiser weist den Weg nach Rubakawa. Alter. Ich kann das Ding nicht fahren. Habe meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Ich kann Glottis nicht einfach da liegen lassen. Er könnte sterben. Hier ist also überschreitet. Also überschläft. Ich kann Glottis nicht einfach da liegen lassen. Er könnte sterben. Gut. Ich kann Glottis nicht einfach da liegen lassen. Er könnte sterben. Gut. Lange er wohl ohne Herz überlebt. Wach auf, Kumpel! Naja, okay, ich muss damit jetzt wohl klarkommen mit denen. Im Moment nichts, ne? Versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Ding. Oder vielleicht jetzt nochmal mit dem Ding probieren. Das brennt doch nicht. Okay, dann schickst du da ein. Das hängt ganz schön fest. Ja, manchmal dumme Regel hier. Das Logischste wäre jetzt einfach gewesen. Oh. Oh, arme Spinnen. Haben kein Dämonenherz mehr zum Naschen. Wo ist jetzt das Herz gefallen, Alter? Da. Es schlägt noch. Nun, help. Ist gut. Sei gut zu Herz. Reiß Herz nicht raus. Herz ist gut. Starkes, gutes Herz. Hey, ist das mein Wagen? Mr. LeMond, ich versichere Ihnen, dass wir die Frau finden. Ich persönlich werde mich darum kümmern. Genauso wie Sie sie persönlich aus dem Land der Lebenden geholt haben? Ich hatte es ja vor, aber Calavera ist mir irgendwie zuvorgekommen. Wir haben ihnen den schnellsten Wagen gegeben, Domino. Die besten Kunden. Sie hatten alle Vorteile. Wie zum Geier konnte dieser Calavera ihnen diesen Happen wegschnappen? Oh, aber Hector, sei nicht so hart, Domino. Es war nicht seine Schuld. Du hast recht, Don. Es besteht kein Grund, hart zu Domino zu sein. Schließlich war er nicht Leiter der Operation. Zumindest nicht bis jetzt. Hector, nein!
Engelblumen? Komisch. Aus irgendeinem Grunde hatte ich Tulpen erwartet. Nun, vielleicht bei Mr. Calavera. Domino, geh doch bitte mal persönlich runter und hol ihn, ja? Je eher er ersprossen ist, desto eher können wir uns wieder unseren Geschäften widmen. Lust auf eine Spritztour? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Toll, Alter. Na, vielleicht rechts. Hey, Moment mal. Okay. What the fuck? Lenny, das ist ein tiefer gelegter Straßenkreuzer, kein Geländewagen. Wir haben nicht genug Bodenfreiheit für so eine Straße. Dann fahr da lang. Ichole Manu, was sind denn das für diabolische Weihnachtsbäume, Glottis? Glottis? Manny, sieh dir mal diese Schubkarre an. Mit zwei ordentlichen Breitreifen hinten und einem Zweitakter Rasenmähermotor gebe das Ding hier ein klasse Go-Kart ab. Wunderbar. Du, erstmal, was dieser Schalter macht. Solange der Stabilisator ausgeschaltet ist, könnten die Pumpen den Baum in Stücke schütteln. Oh, obwohl... Oh! Wenn wir den Baum umreißen könnten, würden sich die Pumpen lösen und ich könnte hochliegende Stoßdämpfer für die Knochenschleuder daraus bauen. Moment. Ich werde mit diesen Gewichten eine Unwucht in das Rad bringen. Das schüttelt sie bestimmt runter. Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Das sollte reichen. Reicht immer noch nicht. Wenn ich sie vielleicht ein bisschen verschiebe? Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Na, gucken wir mal, ne? Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Mal abgesehen vom Unterhaltungswert, hatte das nicht den erwünschten Effekt. Naja, rotiert er nur.
würde ja raufklettern. Aber ich möchte Glottis diesen Spaß nicht vorenthalten. Das hebe ich nicht auf. Das Rad sollte den Baum umreißen, denkst du nicht? Ich kann das Ding nicht fahren. Habe meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Dann, was anderes gibt's hier nicht, ne? Das war ein ganz mieser Trick, Manny. Oh, das war ein Versehen. Ich bin an den Schalter gestoßen. Oh, na gut. Ich wieder nicht. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Mach diesmal keinen Mist, Calavera. Manny, das ist unfair! Ach so. Ach jetzt, Alter. Warte mal, stopp. Nee, warte mal. Dann nehme ich jetzt nochmal das Teil und tun. Weil das steht ja da drauf. So jetzt. Ich probiere einfach mal alle aus. Das war ein ganz mieser Trick, Manny. Diesmal war ich's nicht. Oh, na gut. Nee. Glaub immer nicht. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Mach diesmal keinen Mist, Calavera. Manny, das ist unfair. Okay, jetzt macht's hier so, den hier. Und das hier, wie das hier. Okay, da drei Stück die hier. Okay, wenn ich jetzt hier weitermache. Okay, hier vielleicht. Okay.
glaube, es wird wieder eine Lösung. Zweites auf jeden Fall mal. Das war ein ganz mieser Trick, Manny. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Muss ein Kurzschluss gewesen sein. Oh, na gut. Sehe wieder nichts. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Diesmal keinen Mist, Calavera. Manny, das ist unfair! Naja, nichts ausprobieren. Komm, ich mach jetzt mal ganz auf die rechte Seite. Das war ein ganz mieser Trick. Ich hab den Schalter nicht. Oh, na gut. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich. Versteh denn das Rätsel nicht, Alter? Diesmal keinen Mist, Calavera. Das ist schon ein Grafikfehler hier, nur weil ich hier. Manny, das ist. Bisher sind wir wie Ratten über den Boden gekrochen. Aber jetzt werden wir fliegen. Wie Adler, ja. Wie Adler. Auf Pogo-Stöcken. Da bin ich aber froh. Und ich dachte schon, unser Auto sei nicht protzig genug. Steig ein, oder leidest du unter Höhenangst? Jetzt können wir da lang fahren. Yay! Vorsicht! Das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Hätte ich doch bloß nicht den Handtrainer weggeschmissen, Hätte ich doch bloß nicht den Handtrainer weggeschmissen, den Domino mir mal geschenkt hat. Komm, nimm das Teil. Das brennt doch nicht. Okay. Man muss das einfrieren, bevor man es hier... Da ist kein Platz für einen Knopf. Aus dem Weg! Ach, die Sense will er nicht kaputt machen. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ach ja. Ach so, Manny, was machst du da? Weißt du denn nicht, was auf der anderen Seite des Tors ist? Klar, der Weg, der aus dem Wald hinausführt. Dämonenbiber, Manny. Die werden aus deinen Knochen einen Damm bauen. Entspann dich, Geppetto. Ich bin nicht aus Holz. Aber Manny, die verwenden doch kein Holz. Okay.
Okay, speichern mal. Keine Ahnung, ob man da verrecken kann, aber man weiß es ja nicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich darin auch nur einen Meter weit kommen würde. Lieber nicht, Manny. Diese flammenden Knochenbiber sind üble Gesellen. Sie beißen, kratzen. Und wenn sich einer um meine Antriebswelle wickelt, kann ich die nächsten Monate brennende Felsstücke aus dem Motor klauben. Ich fahre da erst runter, wenn du sie vertrieben hast. Ist ja gut. Wo waren die Knochen eigentlich? Ach, die waren ganz woanders. Die waren hier gar nicht. Wenn du in diese verdorbene Stadt zurück willst, dann geh ohne mich. Okay, kann da nicht mehr. Was denn der jetzt? Unser Wagen hat keine Anhängerkupplung. Unser Wagen hat keine Anhängerkupplung. Ach, ich habe Feuerlöscher. Stimmt. Habe meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Ich habe einen Feuerlöscher, Alter. Wie man das vergessen kann, Alter. Kann man es gucken? Ja, normalerweise war ich doch. Krieg ich denn hier jetzt die. Was ich angestellt habe, um aus der Stadt rauszukommen? Dahin gehe ich niemals zurück. Zumindest nicht ohne Mitche. Dann halt, ne?
Ich habe auf Alle haben Kral im anderen Jackett vergessen. Ich brauche Knochen, Alter, damit die da reinspringen. Rennt um euer Leben, ihr hasenzahnigen Feuerbälle! Das brennt doch nicht. Ich weiß nicht, warum. Moment. Was ist denn jetzt los? Versteine, Wald, bla bla bla. Ich hab keinen Knochen mehr. Gehen Sie zu Klottes, der sich das Herz
Blablabla, bla, bla, nehmen Sie die Schuppe. Zieh den Baum wieder an. Nun stellen Sie den Baum ab. Auf der Lichtung in der Mitte nehmen Sie den... Nehmen Sie sich den Schlüssel. Aus dem Weg! Da hat er irgendwas mit Knochen gestanden. Das brennt doch nicht. Steh ich nicht. Ach, der Wegweiser, da ist er doch. Gerade jetzt. Nicht hier. So behandelt man doch keine Knochenschleuder. Okay. Alter, willst du das Ding nicht verarschen? Hallo? Hallo? Lotteria! Stelle überhaupt. Sehe mich gar nicht. Sieht aus wie eine Art Warnung. Sie reißen dir die Knochen aus und bauen einen Thron daraus. Ihr Höllenfürst sitzt dann bei Festen auf deinen kläglich Überresten. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Hölle, Reisender. Sieh dich vor. Okay, hab den Schlüssel. Ich kann mir doch keinen alten, gruseligen Schlüssel entgehen lassen. So, Schlüssel hab ich und hab und wieder weg. Fuck. Bei den Monstern auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass abgeschlossen ist. Ja, jetzt hat der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Höllentor, wenn ich mich recht entsinne. Bei den Monstern auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass abgeschlossen ist.
Komisch ist, warum bin ich jetzt hier eigentlich? Wie viele Schlösser gibt es denn hier? Sieht für mich nicht gerade wie ein Höllentor aus. Sieht für mich nicht gerade wie ein Höllentor aus. Ja, da. Warum? Kann ich jetzt doch noch hier nehmen? Ich habe jetzt auf jeden Fall den Schlüssel. Ich gehe jetzt wieder zurück zu dem Typ. Er will den Schlüssel noch nicht benutzen, bevor... Hallo. Ich gehe wieder zurück zu Glottis. Warum rennt er denn aber auch so einen Umweg, ey? Warum hat er den nicht vorher gefunden? Ist genau dasselbe. Das sieht ja nur ähnlich aus. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das ist die Abkürzung. Aus dem Weg! So, das mache ich noch und dann speichere ich ab und dann war es das, glaube ich, mal. Oh, falscher Weg. Fuck. Nein, nicht aussteigen. Nein! So. Ich hier auf jeden Fall ein paar Knochen mit. Ich weiß nicht, wie viel ich von denen brauche. Da habe ich hier rumgesucht und keine Sau, aber gut. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, aber ich stehe jetzt. Knochen. Und hip. Rein damit. Nummer 2. Nummer 3 nehme ich an, ne? Der Weg, ich nehme noch mal so ein Ding mit, man weiß ja nie. Ups. Nehmen wir so ein Ding mit. Oder hip. Weiß ja nie, für was man noch so einen Knochen braucht. Ich bestehe zwar nur aus Knochen, auch so. Ich muss ja vorher die Tür aufschließen.
Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Manny, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, über andere Leute zu fahren. Sie spüren nichts mehr. Sie sind tot. Du bist auch tot. Aber trotzdem würde ich dich nicht überfahren wollen. Ja, Glottis, weil du und ich Freunde sind. Oh, Manny. Miss Colomar, wir sind hier, um Sie zu retten. Hey, hört mit dem Krach auf. Die ganze Stadt schläft schon. Aber ich will heizen. Wenn die erstmal meine Abgase schlucken, dann sind wir das Stadtgespräch. Du hast recht. Wir brauchen einen Ort, an dem wir das Ungetüm verstecken können. Wo wir gerade von Verstecken reden. Ob Matche schon hier ist? Ich sehe mal, was ich rausfinden kann. Übrigens kein schlechtes Grundstück. Könnte man was daraus machen. So, es geht dann das nächste Mal weiter. Um 8 Uhr, man sieht sich und so weiter und so fort. Bis dann. Ich speichere es jetzt erstmal ab. Und hepp. Und es geht das nächste Mal weiter. Bis dann.